Heute ist eine Sit-in-Aktion von Aktion Mietenwahnsinn hier in Hessen. Wir widersetzen uns im wörtlichen Sinne, deswegen die ganzen Stühle, die Sitzplätze, weil wir wollten uns alle hinsetzen als Widerstand, einfach wir widersetzen uns. Diakonie Hessen fordert von der Landesregierung, dass mehr Wohnraum geschaffen wird für Menschen, die es im Moment genau in den Ballungsräumen sehr schwer haben, Wohnraum zu finden. Man lässt eigentlich unreguliert diesem Wohnungsmarkt der freien Wirtschaft den Lauf und guckt dieser Verdrängung der Bevölkerung zu. Mein Einkommen ist 1.269,32. Für Miete zahle ich 569,71 kalt. Dazu kommen Umlagen, Heizung, Krankenkasse, Versicherung, Telekom, RMV. Zum Leben bleiben mir schließlich 265 Euro im Monat. Ein Mensch mit normalem Einkommen kann hier eigentlich nicht mehr leben. Und die Entwicklung nimmt immer weiter solche Züge an. Es ist katastrophal, es ist wirklich 5 vor 12. In Hessen fehlen bis zum Jahr 2035 insgesamt über 400.000 Wohnungen. Die IHK Frankfurt schreibt, dass weiterhin Renditeobjekte gesucht werden in Frankfurt, weil die Zinsen so wunderbar niedrig sind. Ne? Wir haben hier die kommunale Wohnungsbaugesellschaft ABG hier in Frankfurt. Die ist nicht mehr eine gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft, sondern sie will hier investieren. 68% der Menschen hier haben einen Anspruch auf eine geförderte Wohnung und den soll gefälligst endlich die ABG umsetzen. Das ist eine stadteigene Gesellschaft. Da geht es nur darum, dass die 100% bezahlbaren sozialen Wohnungsraum zur Verfügung stellt und nicht mehr als Investor auftritt. Unsere Forderungen sind: Einmal stoppen dieses Mietenwahnsinns, also dass wirklich das Land und die Stadt regulierend eingreift in diesen Markt. Wir sagen, die Sozialwohnungsbau braucht viel längere Bindungen und man muss organisieren, dass die auch langfristig in diesen Bindungen bleiben. Das Vorkaufsrecht in Milieuschutzgebieten muss sofort in Anspruch genommen werden. Man muss das zurückkaufen und es wird eine Frage der Zeit sein, dass wir auch hier in Hessen das diskutieren werden, ob das nicht eine Forderung ist, dass diese großen Wohnungsbaukonzerne sozusagen vergesellschaftet werden, dieser Wohnungsbestand, der ja schon mal in Händen der Kommunen war, der ist ja privatisiert worden und das muss einfach zurückgedreht werden, dieses Rad.